im Bordellzimmer. Muss man sich vielleicht vorstellen, mit vielen Accessoires und einem flimmernden Porno im Hintergrund. Knien drei Frauen und beten Gott an. Es passieren krasse Dinge im Bordell. Wir beten mit den Frauen dort, die viele glauben, haben eine Oma, eine Mutter, wo sie erzählen. Ja, meine Oma hat auch für mich immer gebetet. Frauen, die das schon eine Weile mitmachen, deren Herzen so gebrochen sind, die müssen es lernen, lautlos zu weinen. Prostitution, die meisten machen das nicht freiwillig. Das sind die ganz wenige, die es tatsächlich machen. Es ist eine Arbeit, wo Mädchen und junge Frauen unter falschen Voraussetzungen nach Deutschland gelockt werden, dann meistens am ersten oder zweiten Abend gleich einem Zuhälter übergeben werden und sich auf der Straße und in der Prostitution wiederfinden, aus der sie von alleine schwer bis gar nicht rauskommen. Und wenn man überlegt, dass eine Frau 20 bis 30 Freier am Tag bedienen muss, dann sind wir bei der Antwort, kann sich die dann jeder selber geben, warum das kein normaler Job oder ob das überhaupt ein Job ist. Ja, aber trotzdem gibt es ja immer wieder auch Frauen, die selber in dem Bereich sind, die sagen, nein, das ist meine Arbeit und die mache ich gerne. Die gibt es tatsächlich auch, aber es ist ein verschwindend geringer Prozentsatz, ganz wenige. Was tut ihr jetzt konkret mit eurem Verein? Was wir konkret tun, wir gehen jeden Freitag auf die Straße, auf den Straßenstrich. Dort, wir sind bepackt mit ganz viel Liebe und Kaffee und Snacks und Obst und alles, Schriften in unterschiedlichen Sprachen. Die meisten Frauen auf der Straße sind eben Ausländerinnen und denen begegnen wir. Wir bauen Vertrauen auf. Im besten Fall passiert es tatsächlich, dass sogar Freundschaften entstehen. Wir bringen den Frauen in erster Linie Wertschätzung und Gottes Liebe tatsächlich. Und wenn es soweit ist, bieten wir auch tatsächlich einen Ausstieg an. Das ist ganz schwierig und auch ein langer Weg dahin. Aber wir erwähnen immer wieder, dass es diese Möglichkeit tatsächlich gibt. Woran merkt ihr, ob das jetzt eine Frau ist, die das einfach macht, weil sie das machen will? Oder die da unter Druck steht, die das aus Zwang tut? Ich würde sagen, 90% der Frauen sind unter Drogen. Die heißen einmal, ich sage jetzt mal einfach mal so irgendwelche Namen, ja? Heute Sandy, morgen Mandy. Das heißt, die meisten Frauen haben eine gespaltene Persönlichkeit, weil sie das psychisch überhaupt nicht aushalten. Viele sind misshandelt, manche ganz schlecht überschminkte Blauflecke. Das sind alles so Indizien, die einfach darauf zeigen, naja, so macht es keiner freiwillig. Aber wenn ihr dann jetzt solchen Frauen begegnet und da vielleicht dann auch vorsichtig mal in die Richtung vorfühlt, können wir dir irgendwie helfen, das hier hinter dir zu lassen? Das hört sich gefährlich an. Ist es auch. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig auch rangehen und erstmal Vertrauen aufbauen. Auf gegenseitiger Weise Vertrauen aufbauen, dass die Frauen, die erzählen uns tatsächlich, erst wenn Vertrauen da ist, erzählen die im besten Falle, wie es tatsächlich gelaufen ist. Also es sind erstmal ganz, ganz viele Geschichten vorher. Auch das ist natürlich so ein Selbstschutz, weil die wissen ja nicht, wem sie vertrauen können. Die haben eben ganz, ganz viele schlechte Erfahrungen mittlerweile schon gemacht, wenn sie dann eben auf der Straße sind. Ja, und ein Indiz für uns ist, wenn sie irgendwann uns tatsächlich ihren richtigen Namen verraten, dann wissen wir, es ist ein Vertrauensverhältnis hergestellt. Ist euch das schon mal tatsächlich gelungen, einer Frau zu helfen, aus so einer Zwangslage rauszukommen? Wir betreuen eine Frau, die selbst ausgestiegen ist. Sie hatte auch nicht diesen klassischen Zuhälter hinter sich. Und
Die betreuen wir mit so einem Drogenausstiegsprogramm und so. Uns ist es tatsächlich, leider können wir davon noch nicht berichten, dass eine Frau ausgestiegen ist. Letztes Jahr hatten wir zwei Frauen. Eine davon, die war sehr, sehr nah dran, hat uns gesagt, ich hol mich morgen ab, ich komme hier raus. Wir haben so ein Notfallprogramm, den ich hier natürlich nicht so, dass ich nicht hier weiter ausführen darf. Wir haben das alles aktiviert, ein Mietauto gemietet. Wir hatten einen Platz in einem Schutzhaus. Diese Frau kam leider nicht an dem besagten Abend, am nächsten Abend wieder nicht. Die Frauen müssen tatsächlich auch innerlich soweit sein. Also das sind ganz viele Ängste, mit denen sie kämpfen. Am meisten ist natürlich die Angst da, dass der Zuhälter sie findet. Davor haben die am allermeisten Angst. Wie lange machst du die Arbeit jetzt schon? Seit 2017. Das sind jetzt schon ein paar Jahre. Ja. Das ist doch auch ganz schön anstrengend und frustrierend, wenn man selten sowas wie ein Erfolgserlebnis, also wahrscheinlich habt ihr kleine Erfolgserlebnisse, aber so das, wo man darauf zuarbeitet, wenn das nicht wirklich und schon gar nicht oft passiert, was motiviert dich denn da jetzt dran zu bleiben? Zum einen, die Frage kriegen wir tatsächlich oft gestellt, das ist nicht unser einziges Ziel ist es nicht, Frauen in erster Linie da rauszuholen. Wir beten dafür, also wir würden uns unglaublich freuen, wenn das tatsächlich passieren würde. Aber unser primäres Ziel ist, den Frauen in kleinen Dingen begegnen. Ihnen von Jesus erzählen, ihnen zu sagen, dass es eine andere Perspektive für dein Leben gibt. Ihnen zu sagen, da gibt es jemand, der hat echt Interesse an dir. Da gibt es jemand, der dich liebt. Da passieren Begegnungen auf kleinster Ebene. Das ist eine Umarmung, ist für eine Frau in der Prostitution unglaublich wichtig. Darf ich mal ein Beispiel erzählen? Wir gehen einmal im Monat auch ins Bordell. Dort hatten wir eine Frau, mit der ich mich schon recht gut angefreundet hatte. Also ich kannte ihren richtigen Namen. Sie hat immer gewartet, dass wir kommen. Und auch so an diesem Tag hat sie schon gehört, dass wir da waren. Die hat uns im Flur gehört und plötzlich ging die Tür auf. Sie hat ihren Freier so vor sich hergeschoben, der noch nicht ganz zugeknöpft war, und flog mir in die Arme, kam auf mich zugerannt. Ich habe sie umarmt und wir standen so eine Weile. Dann habe ich sie so ein bisschen von mir geschoben und habe gesagt, ist alles okay? Und dann sehe ich in ihr Gesicht und das war total zerlaufen. Die Schminke war ganz, ganz, ganz weg. Also sie hat so krass geweint. Und dann habe ich sie gefragt, was denn los ist? Ist irgendwas vorgefallen? Und dann sagt sie zu mir, kannst du mich noch mal umarmen? Ich spüre heute seit langer Zeit wieder, wie es sich anfühlt, nur meiner selbst wegen umarmt zu werden. Da habe ich sie gesagt, natürlich nehme ich dich in den Arm, so lange wie du möchtest. Und da ist mir noch mal ein Aspekt klar geworden, das kannte ich von der Theorie, dass Frauen, die das schon eine Weile mitmachen, deren Herzen so gebrochen sind, die müssen es lernen, lautlos zu weinen. Diese Frau hat so krass geweint und ich habe weder ein Schluchzen noch ein Zucken noch irgendwas an meiner Schulter gespürt. Das sind so Momente, die für uns total wertvoll sind, wo wir wissen, da geben wir was weiter, was für sie so bedeutend ist, was sie ein Gefühl der Menschlichkeit ein Stück weit wiedergibt. Dieses Spüren. Es umarmt mich jemand, nicht weil er was von mir will, sondern einfach nur meinetwegen. Es passieren krasse Dinge im Bordell. Wir beten mit den Frauen dort, die viele glauben, haben eine Oma, eine Mutter, wo sie erzählen, ja, meine Oma hat auch für mich immer gebetet. Es gibt so ein ganz skurriles Bild von, ich glaube, das war unser vorletzter Besuch, da waren wir im Bordell und dann haben wir sie gefragt, sag mal, dürfen wir für dich beten? Und die sind ja in ihrer Arbeitskleidung, geht gar nicht vor Gott, treten in ihren Augen. Dann hat sie sich was übergeworfen und sie kommt aus Südamerika und hat sich dann gleich so, wie es in deren Kultur üblich war, hat sie sich so hingekniet. Und wir Mitarbeiterinnen haben uns dann nur so angeguckt und haben gesagt, na ja, klar, dann knien wir uns natürlich auch hin.
Und das war so ein ganz heiliger Moment für uns auch, so im Bordellzimmer, muss man sich vielleicht vorstellen, mit vielen Accessoires und einem flimmernden Porno im Hintergrund, knien drei Frauen und beten Gott an. Auch das passiert im Bordell. Jetzt frage ich mich allerdings, warum lassen die euch als Verein in dieses Bordell überhaupt rein? Weil im Grunde genommen ist das ja fast ein bisschen geschäftsschädigend, oder? Ja, der Pächter hat uns damals vor, wir gehen jetzt schon seit 4 Jahren da rein, der hat uns gesagt, solange ihr meinen Frauen gut tut, könnt ihr rein. Und wenn sie ihren Job nicht mehr machen können, seid ihr schneller draußen, wie ihr gucken könnt. Das war eine klare Ansage und wir waren sehr, sehr vorsichtig und haben so ein bisschen rumgeeiert und wussten nicht so recht, was wir sagen sollten. Und dann hat Gott mir tatsächlich beim 3. oder 4. Mal was sehr deutlich gesagt. Er hat mir gesagt, ich habe euch die Tür aufgemacht, damit ihr meine Liebe, damit ihr meine Botschaft dort reinbringt. Das habe ich in unserem Team kommuniziert. Und dann haben wir gesagt, so, wir müssen mutig werden. Es reicht nicht nur mit Kaffee und Plätzchen da reinzugehen. Und dann hatten wir natürlich Bedenken gehabt, dass wir rausfliegen. Dann haben wir gesagt, gut, dann fliegen wir am 3. Mal raus. Aber dann haben wir die 3 Male genutzt. Aber Gott hält uns seit 4 Jahren die Tür offen. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber wir haben da eine Gunst. Das habe ich schon am Anfang der Sendung erzählt, dass ihr da eine Methode testet, die nennt sich Real Lover Boy. Jetzt muss man erstmal, um das zu verstehen, mal erklären, was ist überhaupt ein Lover Boy? Es gibt eine Lover Boy Methode. Das muss man sich so vorstellen, dass Männer, meist junge Frauen, Mädchen sogar in der Schule, überwiegend sogar in der Schule, ansprechen. Das sind oft Mädchen, die ein schwaches Selbstwertgefühl haben, die sich selber nicht schön finden, die so ein bisschen zu einer Randgruppe gehören. Die sprechen sie ab und demonstrieren ihr die große Liebe. Die sehen immer schick aus, tolles Auto, machen ihr ganz viele Geschenke und vermitteln dem Mädchen, boah, du bist das hübscheste Mädchen überhaupt. Das ist natürlich dann eine ganz, ganz leichte und eine alte Methode. Das Mädchen springt sofort drauf rein und dann isoliert er sie von seinen Freunden, von der Familie. Und plötzlich hat er irgendein Problem und sagt, ich habe da einen Freund, der wird richtig viel Geld bezahlen, wenn du mit ihm einmal schläfst. Das Mädchen fühlt sich ihm schuldig im Sinne von, dass sie so viel schon von ihm geschenkt bekommen hat und jetzt ist sie mal dran. Sie möchte es überhaupt nicht, passt ihr nicht, geht auch gegen ihr Gewissen und gegen ihre Erziehung. Sie macht es ihm aber zuliebe, weil es ja nur einmal ist. Und dann ist sie drin. Das ist die klassische Methode der Loverboys. Und ihr habt jetzt Real Loverboys, also echte Liebe. Ja. Unser Team besteht aus ca. 20 Personen. Darunter sind tatsächlich 4 Männer, die mit im Team sind, 3 gerade aktiv. Und einer davon geht mit uns auf die Straße in seinem Auto und nimmt sich ein Mädchen mit ins Auto. Vereinbart einen bestimmten Preis, den er bezahlt, und zahlt ihr dann auch gleich, fährt mit ihr um eine Ecke oder gar, die heißen so, die Verrichtungsboxen, fährt mit ihr dahin und sagt, hier hast du das Geld, ich möchte mit dir 20 Minuten reden. Und die sind dann ganz erstaunt, wir reden, ja nur reden, kein Sex, nur reden. Und dann erzählt er ihr von seinem Leben, erzählt ihr, wie Jesus sein Leben verändert hat, was Jesus für sie sein kann, dass er einen viel besseren Plan für ihr Leben hat als das Leben hier auf der Straße. Und die Frauen kommen meistens vom Gesichtsausdruck auf jeden Fall verändert aus diesem Auto und erleben vielleicht nach langer Zeit wieder 20 Minuten an Wertschätzung und an Zuneigung und an echtem Gespräch auf Augenhöhe. Wow. Jetzt höre ich immer wieder, dass ihr dann auch den Glauben mit ins Spiel bringt. Ja, absolut. Man könnte ja auch fragen, warum lasst ihr den nicht einfach mal außen vor? Das ist ja schön als Motivation, aber warum macht ihr die Arbeit nicht einfach so und lasst mal diese Glaubenssache beiseite, als Privatding? Weil das unser persönlicher Antrieb ist. Uns ist es sogar im Team, ich möchte schon sagen, fast eine Voraussetzung, dass wir im Team nur Christen haben. Weil zum einen
gibt es in Deutschland auch säkulare Hilfsorganisationen. Und man sagt so über den Daumen gepeilt, dass diese Organisationen maximum 1 bis 2 Jahre überhaupt bestehen. Es gibt, glaube ich, bevor es nachher irgendwie sagt, das stimmt nicht, wir sind schon älter, es gibt ein paar Ausnahmen tatsächlich. Weil es ist ein ganz, ganz schweres Thema. Und man nimmt ganz viel mit, selber mit, was man verarbeiten muss, was man ertragen muss. Und es ist ein unglaublicher Gewinn, wenn man nach so einem Einsatz sagt, Gott, mein Herz ist gerade so schwer. Ich weine mit dieser Frau. Das ist so ein Elend, was ihr passiert. So viel Leid. Und es ist ein Gewinn für einen selber, das Gott abzugeben. Und bevor man in so einen Einsatz geht. Für uns ist Gebet unglaublich wichtig. Wir gehen immer zu viert los. 2 bleiben im Hintergrund und beten den ganzen Einsatz über und 2 gehen zu den Frauen. Wir merken total, wie viel Kraft uns Gott gibt, wie wir uns selber an die Quelle des Lebens andocken dürfen, um dann rauszugehen. Das macht einen ganz, ganz, ganz krassen Unterschied. Und dann ist es, natürlich ist Gott unsere körperliche Heilung total wichtig. Aber weit drüber hinaus bin ich der Überzeugung, dass Gott es um das Herz noch mal mehr geht. Und viele Wunden werden gar nicht mehr geheilt. Viele Verletzungen können in diesem Leben nicht heilen. Aber was Gott sicher kann und auch tut, das sind Menschenherzen heilen. Und das ist das, was uns motiviert. Vielen Dank. Ich finde, man sieht es an deinen Augen, die Liebe für diese Frauen. Vielen Dank, dass ihr das macht. Wow. Danke, dass ich das hier heute erzählen darf. Für uns ist es ganz wichtig, wenn ich das noch ergänzen kann. Wir nutzen so ein Portal das erste Mal, aber wir machen ganz viele Infoveranstaltungen und informieren. Wir möchten aufrütteln. Wir möchten der Gesellschaft sagen, dass die Frauen es nicht freiwillig tun, die meisten nicht. Und wir möchten eine Stimme sein, weil diese Frauen haben keine mehr. ERF, yes.